Ich grüße Sie. Ich möchte gern ein paar Worte zum Jahreswechsel und unsere alten Traditionen sagen. Es ist eine besondere Zeit, die so November schon beginnt, wo es dunkel wird, wo die Menschen auch so eigentlich so ein bisschen Rückzug bräuchten. Wir wissen, dass es in heutiger Zeit ein bisschen anders ist. Und dann im Dezember die Adventszeit. Die Adventszeit, das ist diese Vorbereitungszeit auf das Licht, wo es immer dunkler wird. Und es wäre eine gute Zeit, Einkehr zu halten, was Advent ja auch heißt, und eine Vorbereitungszeit für das neue beginnende Licht zur Jahreswende, und zwar zum 21. Dezember. Und es ist eine gute Zeit, auch bei sich mal zu reflektieren, wo stehe ich, wie war das Jahr, wo bin ich und was mag ich hinter mir lassen, was gehört gereinigt, da gibt es dann Rituale. Und was ist es gut, was ich weiter pflegen möchte? Und es ist eine Zeit der Klärung. Kann es sein, wenn man sich die Zeit nimmt, wenn man innehält, wenn man bei sich schaut und sieht, was so dieses Jahr gebracht hat und auch einen Ausblick hat auf das neue Jahr. Wie schon gesagt, es ist eine dunkle Zeit und viele Menschen haben auch das Bedürfnis nach Rückzug und innerer Einkehr. Und es wäre schön, wenn man sich zumindest zeitweise immer wieder dafür Momente nimmt, um das zu tun. Wie wertvoll das Licht ist, sehen wir in dieser Zeit auch an jeder Kerze, die wir anzünden. Und dann kommt diese Adventszeit, die vom Christlichen her jeden Sonntag zelebriert wird mit den Adventssonntagen. Aber eigentlich, für mein Verständnis, ist es die ganze Vorbereitungszeit bis zum 21. Dezember, bis zu diesem Sonnenwechsel. Und da kann man jederzeit, und wenn man das Gefühl hat, wenn man die Zeit sich dafür nimmt, einfach mal ein kleines Ritual machen, eine Räucherung machen, innehalten, um dann zu diesem 21. Dezember wirklich zu erleben, dass das Licht jetzt wechselt. Das ist die Vorbereitung fürs Licht, und dieser 21. Dezember ist ja nicht nur bei uns ein traditioneller Tag, sondern der ist ja schon in alte Kulturen, zum Beispiel im alten Ägypten, ist Sonnengott Tyr zu dieser Zeit wiedergeboren worden. Das war so das alte Ägyptische, und dazu haben sich auch die Priester im Tempel zu diesem trance-schlafartigen Rückzug und Visionen versucht zu bekommen für das Neue, für das Kommende. Und so ist auch bei uns der 21. Dezember, also dieser Wechsel des Lichts, dieses Neugeborenwerden des Lichts, schon in uralten Traditionen hat sich das wiedergespiegelt. Da gibt es die alte Tradition, dass die Wintergöttin sich in dieser Zeit, also die dunkle Göttin, in die Erde zurückgezogen hat, um das Sonnenkind zu gebären. Und da gibt es viele Mythen und Geschichten drumherum. Und bei uns ist es das Zelebrieren dieser Zeit und das Zelebrieren auch das, was das Christentum mit Jesus Geburt, mit dem 24. Dezember, sehr gut gelegt hat. Und es spielt für mich jetzt keine Rolle, ob Jesus jemals gelebt hat oder nicht, sondern diese Symbolfigur für Licht und Liebe. Und das ist die Geburt an dem 24. Dezember. Und am 24. Dezember wird ja auch dieser Lichterbaum, wir sagen Weihnachtsbaum, in die Wohnung gestellt, Kerzen geschmückt. Und es ist auch eine ganz, ganz alte Tradition. Die Kirche hat ja mal diesen Weihnachtsbaum verboten gehabt. Und es hat sich, wie wir ja sehen, nicht durchgesetzt. Aber dieser 24. ist geblieben als wichtiger Punkt. Nämlich zwischen dem 21. und dem 24. wird von alther als die dunkelste Zeit bezeichnet. Und auch da dieses wirklich ganz konzentriert zu sich kommen, um dann dieses Lichtgeburt am 24. zu feiern.
Wie wir es kennen, beginnen die Rauhnächte mit dem 24. bis zum 6. Die alten Germanen haben schon mit dem 21. mit den Rauhnächten begonnen. Dieses Rauh, weiß man nicht genau, die einen sagen, das kommt von Ruch, von Rauch oder von Tierfell, von diesem auch so eine Art wie Ruch, wie Rech, dieses Tierfell. Und es ist ja die Zeit, wo das Tor zwischen den Dimensionen sehr dünn ist. Das heißt, diese Verbindung zu der Anderwelt, die Verbindung zu den Spirits, zu den Verbündeten, auch zu den Ahnen, ist hier sehr leicht möglich. Es wäre gut, das ganze Jahr das zu zelebrieren und auch das ganze Jahr diese Verbindung aufrechtzuerhalten. Aber gerade in dieser Zeit ist es sehr, sehr leicht möglich, diese Verbindung zu erahnen, zu spüren. Und jeder ist aufgefordert in dieser Zeit, sich auch darauf einzulassen. Ob das jetzt mit den Ahnen ist, mit den Spirits ist. Das ist, früher haben die Leute auch Angst vor der Zeit gehabt. Da gibt es ja auch viele Mythen, das Geistwesen, das Unwesen oder dass bestimmte Unholde ihr Unwesen getrieben haben, die eben dann in Tiergestalt aufgetaucht sind, wie Monster oder sowas in der Richtung. Es gibt auch viele Geschichten, dass Tiere dann sprechen können, dass so diese Verbindung zu dem, was wir an Allerheiligen eigentlich schon beginnen, was ja das Totenfeiern bzw. die Verbindung zu Toten beginnt ja schon mit diesem 1. November. Und das setzt sich da fort, mit unseren Ahnen in Kontakt zu sein, Informationen zu bekommen, auch das zu zelebrieren, eine Achtung und eine Wertschätzung unseren Ahnen gegenüber. Und genauso eben auch in diese andere Dimensionen einzutauchen, was die für uns bedeuten. Das Wichtigste ist dieses Licht, was da ist, und auch die Aufforderung, das eigene Licht in sich zu erleben und zu sehen, zu spüren. Was ist mein Licht? Was ist mein Licht, das leuchten darf und das auch in die Welt kommen darf und als Beispiel dienen darf, für andere das Licht leuchten zu lassen? Und diese Rauhnächte kann man jeden Tag, jeden Abend gibt es eine bestimmte Qualität, und da gibt es in der Literatur einiges darüber, da gehe ich jetzt gar nicht drauf ein, weil es wäre nur mein eigenes Thema, wie man jede Rauhnacht eigens zelebrieren kann. Aber da gibt es viele Anleitungen, die sind leicht zu finden. Jedenfalls ist es schön, sich in der Zeit wirklich eben zurückzuziehen oder für sich die Zeit oder auch mit anderen gemeinsam die Zeit zu nehmen, um da hier diese Verbindung zu spüren und auch Rituale, zum Beispiel Räucherrituale, sind sehr wertvoll in der Zeit. Lichtrituale, Meditationen, was immer uns da dazu einfällt oder was immer unsere Möglichkeiten sind, es zu tun. Und diese Rauhnächte enden ja mit dem 6. Januar. Das heißt, dieser Jahreswechsel, der geht ja wirklich vom 21. bis zum 6. Also es ist nicht so wie bei uns dieses Silvester am 31. Dezember, das ist recht willkürlich. Der 31. ist auch einer der Rauhnächte, kein besonderer, sondern von alt her gebracht einer der Rauhnächte. Und diese 11 Tage und 12 Nächte, die sind ja deshalb da, weil früher ist man mit den Mondzyklen, hat man mit den Mondzyklen gezählt. Das ist im Schnitt 29,5 Tage. Und wenn man das zählt, fehlen zu den 365 Tagen, das sind nämlich nur 354 Tagen, wenn man die Mondzyklen zählt, fehlen diese 11 Tage. Und dazu die Rauhnächte. Deshalb werden die auch als Niemandszeit, als Todzeit bezeichnet, als Übergangszeit. So ist dieser Jahreswechsel wirklich über diese gesamte Zeit zu sehen und nicht an diesem einen Abend, an diesem einen Punkt. Und dann ist eben dieser 6. Januar, der als Heilig-Dreikönig-Tag gefeiert wird, wo die Sternzinger rumziehen und dieses KMB auf die Türen malen, wo gesagt wird, es ist Kaspar, Balthasar und Melchior, die drei heiligen Könige, was auch das Christentum bezeichnet hat, als Christ schütze dieses Haus im Lateinischen. Und eigentlich ist es aber noch viel älter. Es wird das nächstältere sind die sogenannten drei heiligen Madeln, Margarete, Katharina und Barbara. Und diese drei Heiligen sind aber auch noch älter, nämlich die drei Beten. Die drei Beten gibt es heute noch in dem Wort Beten, also ich bete, oder auch Bettgestell. Also da findet man dieses Wort wieder. Und die drei Beten waren drei Aspekte des Lebens in drei weiblicher Form. Das ist Ambet, das ist Wilbet und das ist Borbet. Ambet ist vergleichbar mit der heiligen Margarete,
Willbet mit der Katharina und Borbet mit der Barbara. Und in Barbara findet man immer noch das Bar als Bor wieder. Also da sehen wir, dass sich die Traditionen zwar angepasst wurden, zum Teil ans Christentum, aber wirklich viel, viel älter sind von unseren germanischen und auch keltischen Vorfahren. Und das Spannende an diesen drei Weiblichkeiten, weiblichen Energien ist, dass Ambet steht für das Neue, für die Geburt des Lebens. Die Willbet steht für das Schicksal, das Lebensfaden weiterspinnen, dieses aktive Moment. Und die Borbet, das ist auch gleichzusetzen mit der dunklen Göttin, das ist die, die den Lebensfaden abschneidet, also Tod, der notwendig ist, um eine Wiedergeburt, um ein wieder ein neues Entstehen möglich zu machen. Wenn man schaut, das ist auch interessant, weil das Gleiche findet man im Hinduistischen wieder. Das ist Brahma, Vishnu und Shiva. Das ist Brahma, der Creator, der Schöpfer des Neugestalteten. Das ist Vishnu, der Maintainer, das heißt das Schöpferische, Gestalte, das Kreative. Und Shiva, der Zerstörer. Also auch da finden wir diese Dreifaltigkeit, wie im Christentum ja auch, wieder. Und das ist ganz spannend, wenn man sieht, wie in alte Kulturen das wieder gelebt, wieder gesehen wird. Und genauso ist es auch bei den alten Germanen so gewesen, dass die das zelebriert haben, auch mit Rückzug und Trance. Da hat es diesen Trance-Stein gegeben, wo sich die Schamanen darauf zurückgezogen haben, um eben Trance-Reisen zu machen, um vielleicht für sich selbst bzw. für das Volk Visionen zu bekommen, zu sehen, was hat das neue Jahr für Vorbereitung. Und so ist vielleicht die Aufforderung an jeden von uns, zu schauen, wo geht es denn hin? Wo darf das Licht in das neue Jahr hineinfließen? Wo darf das Licht in das neue Jahr leuchten? Und was ist es, wo ich mich darauf vorbereiten kann? Ja, in diesem Sinne hoffe ich, dass ich einen kleinen Anstoß gegeben konnte und eine Besinnung auf unsere alten Traditionen und Besinnung auf das eigene Licht. Danke für die Aufmerksamkeit, fürs Zuhören und eine lichtvolle, wunderbare Zeit und eine Zeit der inneren Einkehr, eine Zeit der Achtsamkeit und der Bedachtheit und so ein wunderbares Sein für diesen Jahreswechsel. Danke. Thank you.